Hallo zusammen, hier ist euer Herzensfolger Lalia Sanchez-Gonzalez und heute mit einem Video, welche Gedankenmuster, welche Verhaltensmuster haben erfolgreiche Menschen im Gegensatz zu nicht erfolgreichen Menschen. Ich lasse in diesem Video kurz und knapp für euch. Viel Spaß. Don't believe me, just watch, oh. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Also, ich gebe euch heute zwei Sachen mit, an denen ihr erfolgreiche Menschen erkennen könnt, beziehungsweise wie ihr einer werden könnt, indem ihr Folgendes beachtet. Und dazu nehmen wir Verhaltensmuster von schon erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen Menschen. Also, es gibt die meisten Menschen von uns, also es gibt so drei Stufen, das heißt im Endeffekt ganz einfach gesagt, was, wie, warum. Also die meisten Menschen, sagen wir mal, alle Menschen wissen, was sie machen. Also was sie arbeiten, was sie tun, was, kann jeder beantworten. Wie sie es tun, schon weniger. Und die erfolgreichen Menschen, die richtig glücklichen Menschen, die finanziell glücklichen Menschen, die gesundheitlich erfolgreichen Menschen, die Menschen, die wissen, ich will das Wort nicht sagen, deswegen ist es komplett, die Menschen, die genau wissen, wie ihr Weg aussieht, sind die Menschen, die die Frage, warum, beantworten können. Also, erfolgreiche Menschen haben ein Warum, nicht erfolgreiche Menschen haben ein Was und Wie. Das Was ist so die Anfangsstufe, die jeder beantworten kann. Das Wie ist schon ein bisschen komplexer und das Warum ist das die Königsdisziplin. Also, sucht euer Warum. Wenn ihr Hilfe braucht, Kommentar rein. Ich gebe euch gerne ein paar Videos noch dazu, ein paar Infos. Oder geht auf mein Coaching, auf meine Homepage. Ich hoffe, die ist dann schon online, wenn ich jetzt dieses Video gepostet habe. Auf sanchez-gonzalez.com bzw. herzensfolger.com. So, genug zu meinem Produkt und zu meiner Tätigkeit. Kommen wir wieder zurück. Das ist das Erste. Das Erste ist, du brauchst ein Warum. Die zweite Info ist es, erfolgreiche Menschen nehmen für alles die Verantwortung. Für, wenn etwas nicht funktioniert, wenn sie etwas erreichen, wenn sie keinen Parkplatz haben, wenn etwas nicht funktioniert hat. Alles ist hundertprozentig deren Einfluss. Sie entscheiden selber über den Tag, sie entscheiden selber über die Resultate und sie wissen, dass niemand anderes verantwortlich ist, außer sie selbst für das, was sie gerade machen, in der Situation, in der sie gerade sind und das, was sie in Zukunft erreichen werden. Nur sie selber. Nicht erfolgreiche Menschen geben gerne anderen die Schuld. Ah, der andere hat mich nicht angerufen. Ah, ich war schon seit 2 Wochen auf mein Geld. Dieser ganze Scheiß ist ein Verhaltensmuster von nicht erfolgreichen Menschen. Also, um zu wiederholen, erfolgreiche Menschen, ihr wollt einer sein, also sucht euer Warum. Ganz wichtig, warum macht ihr das, was ihr machen wollt? Was ist eure Vision dahinter, um andere zu touchen, zu berühren? Zweitens, ihr selber nehmt für alles die Verantwortung, für jedes Resultat, für alles, was ihr entscheidet, für jede Kleinigkeit, die im Leben passiert, seid ihr dafür verantwortlich, durch eure Entscheidungen. Und ihr gebt diese Verantwortung nicht anderen ab, sondern ihr übernimmt sie für euch. Das sind die 2 Punkte, die ich euch mitgeben will zum Thema erfolgreiche Menschen. Lasst mir einen Kommentar da, wenn es euch sozusagen weitergeholfen hat. Wenn ja, wie, lasst mich wissen. Und warum es euch geholfen hat. Das würde mich richtig interessieren. Und wenn ihr euer Warum gefunden habt, ich würde es gerne wissen. Lasst mir gerne da. Sehr, 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 sehr gerne. Und liken wäre auch super. Kommentieren habe ich schon gesagt. Abonnieren wäre super. Teilen wäre super. Und hier unten der PayPal-Me-Link, damit ihr mich supporten könnt mit ein paar Euros, damit ich weiter diese Videos drehen kann. Und euch auch supporten kann mit meinem Wissen, was ich mir aneigne. Und mein Warum erfüllen kann. Euch zu motivieren, zu inspirieren und zu unterhalten. Also, euer Daniel Sanchez-Gonzalez von Folge deinem Herz. Schönen Tag euch noch. Bis dahin. Macht's gut. Don't believe me, just watch, oh.